Naja, die Drehorgelmusik hat mich immer schon interessiert. Wenn ich das gesehen habe, hat es mich immer fasziniert und ich wollte immer schon sowas haben. Aber es war am Anfang halt zu teuer, nicht? Aber vor ein paar Jahren bin ich halt endlich durch einen Zufall dazu gekommen, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, nicht? Und ich habe immer schon damit gerechnet, wenn ich das mache, dass ich mir die Musik auch selber machen kann. Deshalb habe ich mich für dieses Instrument dann entschieden und Gott sei Dank, nicht? Und ja. Musik gelernt habe ich ja, das war immer schon mein Hobby Nummer eins, nicht? Und jetzt kann ich das eben selbst machen. Also der Ausschlag ist gegeben worden durch einen Kollegen, der selbst Orgelbauer gelernt hat. Er selbst ist dann zu Bahn gekommen, wo ich auch bin, aber sein Kollege von der Orgelbauwerkstatt hat sich selbstständig gemacht und ist jetzt Drehorgelbauer, nicht? Und dadurch sind wir näher an dieses Metier herangekommen, nicht? Und da habe ich eben die Möglichkeit endlich gehabt, das selbst zu machen, weil spielen wollte ich immer schon. In seinen Jugendjahren Klavierspielen gelernt, er hat ja 10 oder 12 Jahre gelernt, nicht? Und der hat uns das näher gebracht, meine Schwestern und mir. Meine Schwestern haben das nicht so lange betrieben, aber mir hat das immer interessiert. Musik war immer mein Hobby Nummer 1, nicht? Und da die klassische Musik, nicht? Meine Schulkollegen in meinem Alter, die haben halt mehr die Popmusik von der damaligen Zeit gespielt, nicht? Und mir mehr die klassische Musik interessiert, nicht? Und durch das Klavierspiel immer, nicht? Und deshalb habe ich mir das bewahrt, nicht? Ich habe selber 5 Jahre dann gelernt, nicht? Das hat uns unser Vater näher gebracht, der hat auch ein Klavier besorgt, nicht? Wir haben auch Platz gehabt in der Wohnung und dadurch haben wir schön Klavierspielen lernen können und ich habe das eben mehrere Jahre gemacht, nicht? Und ich bin froh darüber, nicht? Weil ich habe mir meine Musikalität dadurch erhalten, nicht? Und kann mir jetzt diese Musik hier selbst machen für meine Drehorgel. Zufällig entdeckt in YouTube, weil ich habe mit einem Chor mal gesungen, bei einem Chorprojekt, ein polnisches Weihnachtslied und das habe ich mir dann in YouTube einmal angehört. Ne? Und da sind gleich Vorschläge gekommen von polnischen Tangos und die habe ich mir mal angehört und das hat mir so gut gefallen, weil das auch so eine Melancholie ist, ne? Da habe ich mir gedacht, das muss ich machen.
das gefällt mir so gut, das habe ich auch auf CD aufgenommen, vom Internet auf CD aufgenommen, damit ihr das, die Originalversion habt. Das ist Shellac-Aufnahme von den 30er Jahren. Und das habe ich dann gleich müssen machen. Das ist so ein schönes Lied, so ein gefühlvolles, nicht? Also, da kommen dann die Tränen, nicht, wenn man das hört. Und wenn man dann denkt an die Bilder, die da zu dem Videoclip gezeigt werden vom Warschau, wie es es heute nicht mehr gibt, dann, ja, das ist halt berührend, sowas. Musik erreiche ich jetzt in der heutigen Zeit ganz einfach auch durchs Internet, nicht? Aber auch durch CDs, nicht? Weil ich kaufe ja immer wieder CDs an, nicht? Die mir gefallen, nicht? Und da mache ich auch die Musik, die mir gefällt, auch für die Drehorgel. Auch wenn ich ins Ausland fahre, nicht? Ich bin auch in Tschechien oft unterwegs, nicht? Oder auch in Südamerika, dann nehme ich auch immer wieder Musik mit und das mache ich dann auch für meine Drehorgel. Und da freut es mich, dass ich was habe, was so schnell keiner spielt auf einer Drehorgel. Sehr viele Bezeichnungen in anderen Ländern. In Spanischen heißt es zum Beispiel Organillo, speziell in Uruguay und Argentinien heißt es Organito, das heißt eigentlich so wie kleine Orgel oder Örgelchen, nicht? Weil große Orgel ist Organo, das ist eben Örgelchen, Organito. Dann im Englischen heißt es Barrel Organ, also Fassorgel. Das ist aber nicht, weil sie ausschaut wie ein Fass, sondern früher war das eine Stiftwalze statt den Bändern. Und die hat sich da drinnen gedreht und das ist mechanisch abgenommen worden.
Und diese Walzer hat ausgeschaut wie ein Fass, nicht? Und deshalb haben sie das dann Fassorgel genannt, Perlorgel. In Tschechien heißt es Flaschi nicht. Da weiß ich nicht warum, weil Tschechisch kann ich leider nicht. Und in Ungarn heißt es Kindhorner. Habe ich auch einen Ungarn gefragt, warum das so heißt. Der hat mir das eigentlich nicht wirklich sagen können. Nicht? Das heißt halt so. Ja, und sonst noch. Ja, sonst wüsste ich mal keine andere Sprache.